Willkommen zurück. Wir sind im Achtelfinale des DFB-Pokals. Wir haben in der Liga einen ganz guten Lauf. Ich habe gesehen, die letzte Niederlage ist schon länger her. Die war am 7. Spieltag. Jetzt steht der 13. Spieltag an gegen alte Bekannte von Dynamo Dresden. Ein, zwei, drei Namen kennt man da noch. Da muss man aufpassen. Der Çiğdem ist in bestechender Form. So, wir trainieren mal leicht. Die Kondition muss auch mal wieder sein. Bisschen den Quelix raushängen lassen. So, Primera Division. So, wir spielen jetzt in Dresden. Die stehen genau vor uns. Also zwei Plätze vor uns. Die haben fünf Punkte mehr als wir. Wenn wir da gewinnen, dann mischen wir uns endgültig in die Champions League oder Meisterschaftsdiskussion ein. Koinok könnte wieder spielen. Tut dies aber noch nicht. Santini ist noch auf Länderspielreise. Assane und Wiesinger sind auch noch nicht ganz fit. Hengel ist zurück von der stillen Treppe. Er wird jetzt aber nicht einfach direkt zurückkehren. Er nimmt zumindest mal einen Platz auf der Bank ein. Und heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. So, die Spieler haben die Ansprache verstanden. Ausverkauftes Stadion, knapp 8000 Schalker. Dresden hat die letzten sechs Spiele alle gewonnen. Die sind am vorm stärksten von allen. Jensen Button, Tipp 2:2. Hier sollten wir natürlich gewahr sein, aber wir sind nicht viel schlechter. So, los geht's. Ein absolutes Spitzenspiel, auch wenn man davon hier in den ersten 20 Minuten nichts sieht. Jetzt ein Eckball für die Gastgeber. Elfas mit entschlossenem Gesichtsausdruck haut er den Ball in die Mitte. Avenatti kommt raus und faustet den Ball weg. Jetzt ein Freistoß für uns aus 25 Meter in Mittelstürmerposition. Cilic mit einem Mordsschuss auf die Torwart-Ecke und Hoffmann hält den Ball bombensicher fest. Oh. Und Dubikas mit dem 1-0 für Dresden. Vorlage Igor Pink. So. Was mache ich? Schawinski spielt gut, bekommt ein Lob. Ansonsten müssen wir die hier ein bisschen antreiben. Igor Pink, der betreut auch die Hitparade in Slowenien. So, Gendry sieht gelb wegen einer Schwalbe. Das möchte ich hier nicht sehen. Eckball von rechts. Elfas schlägt immer auf den kurzen Posten. Da ist Kramosta, der verlängert. Pekov auf Vogt. Und Avenatti faustet ihm den Ball vom Kopf. Elfmeter für uns, da ist Avenatti wieder gefragt. Er hat den letzten Elfmeter verschossen, das dürfen wir nicht vergessen. Hoher Schuss aufs rechte Eck und diesmal verschießt er nicht und macht den Ausgleich. Erstes Saisontor für unseren Torhüter, der hier hüben wie drüben gefordert ist. So, ich bringe Connolly für Čermák in der 60. Können wir das Spiel hier drehen. Lehmann geht mal auf die 6 für Pasurek. So, und González kommt für Siebenaler. Dreimal gewechselt, Viertelstunde noch und nochmal Eckball für Dresden. Nochmal ein Eckstoß, Elfas. Zupft sich am Kinn, schlägt ihn mal hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor, keiner kann sich so richtig durchsetzen. Kramosta ist plötzlich frei und Fußabwehr Avenatti, Eichmann haut ihm eins aus. Der Avenatti ist ja der Mann des Spiels und so können wir einen Punkt aus Dresden entführen. Damit bin ich hochzufrieden. Vor allem wurde das Spiel auch im Fernsehen gezeigt, im ZDF bzw. der ARD. Es gab 50% Einschaltquote da. 400.000 Euro macht das für beide Clubs hier jeweils. Wir zahlen 300.000 Euro Prämie. Kramosa, der beste Spieler. Für mich war Avenatti der beste Spieler. Hat ein Tor geschossen. Großartige Paraden mit allen Körperteilen gezeigt. Schiedsrichter Arnik war eigentlich der beste Mann. Spiel bekommt die Note vom Schwach. Aber ich denke, hier bei so einem Spitzenklub einen Punkt zu entführen, das ist absolut gut und gelungen. Da können wir hochzufrieden mit sein. Auch wenn wir jetzt in der Tabelle erstmal auf Platz 6 fallen. Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Frankfurt. Regensburg gewinnt 4:3 gegen Düsseldorf. Lautern mit einem 2:1 Sieg gegen Bielefeld. Freiburg spielt 2:2 gegen Gladbach. Würzburg gewinnt 1:0 gegen Hamburg. Leipzig gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg. Ingolstadt und Bayern trennen sich 3:3. Ingolstadt immer noch ohne Niederlage. Die Remis häufen sich aber. Augsburg gewinnt 4:0 gegen Fürth und wir spielen 1:1 in Dresden. Wir stehen auf Platz 6 vor uns. Ingolstadt, Dresden, Düsseldorf, Leipzig, Lautern. Auf den Abstiegsplätzen Bayern, München, Fürth und Hoffenheim.
So, Schäfer auf Platz 18 der Scorerliste. Wir waren im bestbesuchten Stadion. Zu Gast Oldenburg möchte mich haben. Die stehen in der Regionalliga Nord auf Platz 8. Nein, danke. Auch wenn ich für nächstes Jahr noch keinen neuen Verein habe. Ich möchte ja bei Schalke bleiben, wenn das gut läuft, weiterhin, wovon auszugehen ist. So, Simon wechselt von Leipzig nach Slavia Prag. Und irgendwer von Viktoria Köln nach Sociedad. Ich habe zu schnell weitergehen. Connolly wird umworben und ich wollte ja eigentlich, ich habe den ja auch, glaube ich, auf die Transferliste gesetzt, ne? Oder habe ich Lehmann auf die Liste gesetzt? Ne, Connolly habe ich drauf gesetzt, weil ich dachte mir, einen muss ich abgeben. Muss ich eigentlich nicht, aber wir wollen ja auch weitsichtig planen und wenn da jetzt ein gutes Angebot kommt, ich werde ihn jetzt nicht umsonst gehen lassen. Vor allem, man hat ja jetzt in Dresden gesehen, oft kommen dann doch beide zum Einsatz, weil der Lehmann halt auch Sechser spielen kann. Aber auf Dauer ist unser Kader zu breit und das wird er auch weiterhin sein, wenn wir jetzt nicht mal auch Spieler abgeben. Gemischte Woche wird trainiert. Wir haben in der jüngsten Woche 70.000 Euro eingenommen. Es gibt 500 Karten Auswärtszuschuss. Oran Stevenson hat sich stark verbessert, hat einen Stärke 6, aber auch mit Hinblick darauf, dass etliche Jugendspieler startbereit sind und startbereit werden in Kürze, sollte man auch Leute gehen lassen. Auch wenn es eine Vereinslegende wie Connolly ist. Toni Wachsmuth von Viktoria Köln bietet 1,3 Millionen. Ich denke, da können wir uns einig werden. Ja, er ist 33, hat noch ein paar Jährchen vor sich, wenn er Bock hat, hat aber auch die besten Jährchen hinter sich. Sein Hobby ist teure Autos. Er ist zufrieden, weil er einen tollen Vertrag hat. Er hat über 280 Mal für Schalke gespielt, hat damals 14 Millionen Euro gekostet, kam aus Frankreich. 37 Tore für uns gemacht, 31 Länderspiele für Argentinien. Aber ich denke, hier und heute ist es dann Zeit, dass sich unsere Wege jetzt trennen. Länger auf Schalke als ich. So, 150.000 Euro, 50.000 Euro mehr. Ich denke, da können wir sogar den Marktwert erreichen. Der Herr Wachsmuth hat Spendierhosen an. Da haben wir schon 1,7. Das wird dann auch ein guter Preis. Dann sollte ich jetzt aber auch nicht zu gierig werden. Für 1,75 Millionen wechselt Marco Connolly zu Viktoria Köln in die zweite Liga. Er ist eigentlich ein Spieler mit Bundesliga-Format, aber ich denke, der wird den Kölnern weiterhelfen. Viel Erfolg, alles Gute. Mach's gut. Eibern, ja, man sieht die Jugend, die trainiert wie besessen. Der Eibern hat jetzt schon Stärke 4. So, damit schwächen wir unseren Kader natürlich jetzt erstmal, aber ich habe es ja hinreichend erklärt. Auf Dauer war das der richtige Move, denke ich. So, Augsburg spielt 1-1 gegen West Bromwich und Gladbach spielt 1-1 gegen Levante. Dann haben wir noch zwei deutsche Clubs in der Europa League. Lautern gewinnt 1-2 bei Sporting Lissabon. Bayern verliert zu Hause 0-1 gegen Leicester City. Wir spielen zu Hause gegen den FC Augsburg. Die stehen auf Platz 10. Die haben 5 Punkte weniger als wir. Assane und Wiesinger sind noch nicht wieder fit. So, Koinok ist wieder am Start. Der spielt dann auch wieder von Beginn an. Der Gendry hat da eben ein bisschen Quatsch gemacht mit den Schwalben. Und so Santini ist auch wieder da. Ja, wenn die alle am Start sind, dann kann man auch so einen Abgang von jemandem wie dem Lehmann verschmerzen. So, Hengel rückt aber mal zurück in die Startformation. Ich weiß nicht, hat der Hengel links gespielt oder Schewinski? Aber Hengel ist Linksfuß. Und Schewinski ist Rechtsfuß. Das ist die Frage, wenn man sowieso innen spielt, ob es für die Spieleröffnung dann nicht besser ist, wenn der Linksfuß rechts steht. Weil ich kann mir vorstellen, dass man dann so vielleicht eine Drehung heraus vielleicht von der rechten Position besser spielt. Aber ich glaube, ich möchte jetzt hier nicht so philosophieren. Der Linksfuß spielt links und der Rechtsfuß spielt rechts. Ist ja auch vorne, ne? Und dann kann man nach innen ziehen und den anderen Fuß nehmen. Aber ich lasse jetzt den Linksfuß links spielen. So, wir spielen gegen Augsburg. Ansprache schenke ich mir im Ausverkauf die Hütte. Augsburg hat die letzten beiden Spiele gewonnen, das sollte man nicht vergessen. Franz Beckenbauer tippt 1-6 auf Augsburg. Mein Herr Geiser, das ist ja jetzt Quatsch. So, viele Tore würde ich auch gerne sehen, aber bitte mit anderer Verteilung. Eckball von links für uns, Pasurek. Er winkt freundlich zu den Fans, Glück auf. Er schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Stanforden kann per Kopf klären. Gelbe Karte für Koinok, übles Foulspiel. Eckball wieder von links für uns. Nochmal Pasurek. Kratzt sich am Kopf. Da fährt keine. Fragt sich auch, was ist das denn? Eine Laus? So. Oh, Brasanak kommt raus, merkt, dass er sich verschätzt hat. Kopfballhängel und er macht da direkt das Tor. Gut, dass ich ihn wieder aufgestellt habe. Er möchte auch mit begrenzter Spielzeit in diesem Jahr sich nochmal in
und Cilic mit dem 2-0 in die Diskussion um den Fußballer des Jahres einmischen. Deswegen trifft er ja auch direkt und der Cilic legt nach und wir führen 2-0. Drei Chancen, zwei Tore, keine gegnerische Chance zugelassen. Cilic spielt super, bekommt ein Lob. Die ganze Mannschaft bekommt ein Lob. Ich habe mir überlegt, wir werden einfach nie wieder verlieren. So, Bock auf Friedheim. Er sieht keinen Mitspieler, läuft zurück, flankt. Klinkmann gegen Schäfer. Der grätscht und kann den Angriff abfangen. Dann nimmt er die Klinke in die Hand. So, mit Eckball von links. Parseit schlägt den Ball nach innen. Siebenaler steigt hoch, schiebt den vorn weg und der Schiedsrichter Timo Gerach hat das gesehen. So, Einwurf, Pasorek, der ist überall, wenn es um ruhende Bälle geht, weit in den Strafraum, Siebenaler verlängert mit dem Kopf, aber zu weit. Von Siebenaler haben wir schon länger nichts Zählbares mehr gesehen, aber ich möchte ihn da nicht unter Druck setzen. So, Schäfer gegen Klinkmann, der verdeckte Pass nach links, Czermak flankt in den Strafraum, direkt am Namen Sigurdsson, direkt gedeckt auf den Keeper, der packt sich ja zu und haut den Ball sofort in die Sturmspitze. So, hier ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Kornach holt aus, wird nicht angegriffen, zieht ab genau auf den Keeper. Der packt schon wieder sicher zu und haut den Ball sofort in die Sturmspitze, aber da entstehen keine wirklichen Konter-Szenen, die gefährlich sind. So, Lehmann kommt für Pasurek auf die 6. Czermak stoppt den Ball, geht Richtung Mittelkreis, weil wir haben noch keine gegnerische Chance zugelassen. Es dürfte doch hier jetzt nach Hause zu schaukeln sein. Oh, Foul von Linzen, der haut ihn um, der Schiedsrichter winkt ihn zu sich. Zeigt ihm gelb. Es ist keine Verletzung entstanden. Wir können noch einmal wechseln. Gendry kommt für Kojnok, weil er halt gelb hat. So, Viertelstunde noch. Gonzalez kommt für Sigurdsson. Ich denke, wir schaukeln das nach Hause. Schitil geht auf Erol zu, lässt ihn mit einem billigen Trick aussteigen. Spielt nach rechts. Cilic nimmt den Ball mit der Hacke mit. Schießt. Ah, auf den Keeper. Der packt wie immer sicher zu und haut immer in die Sturmspitze. Aber diese Bälle, der sollte vielleicht mal eine andere Art der Spieleröffnung suchen, weil diese Pässe in die Sturmspitze nie zu was geführt haben. Augsburg hatte keine Torchance und so gewinnen wir hier souverän mit 2-0. So kann man das doch aushalten hier. 2,06 Millionen eingenommen. 364.000 Euro bezahlt. Schiedsrichter Gerach war der beste Mann. Unsere Spiele sind nicht unterhaltsam, aber wenn wir so weiterpunkten, dann ist mir das vollkommen egal. Cilic, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir klettern von 6 auf 5, haben schon 24 Punkte und sehen folgende Ergebnisse hier am 14. Spieltag. Hamburg verliert 0-1 gegen Leipzig, Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Regensburg. Fürth verliert 2-3 gegen Würzburg, Frankfurt verliert 0-1 gegen Ingolstadt, die immer noch ungeschlagen sind. Das muss man jetzt auch nochmal betonen nach 14 Spieltagen. Düsseldorf gewinnt 2-1 gegen Freiburg. Gladbach mit einem 0-0 gegen Dresden. Wir gewinnen 2-0 gegen Augsburg. Bielefeld gewinnt 3-0 gegen Hoffenheim. Und Bayern gewinnt 1-0 gegen Lautern. So, wir tauschen Plätze mit Kaiserslautern. Düsseldorf und Dresden tauschen auch die Plätze. Wir haben nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 2, 8 Punkte Rückstand auf Platz 1. Wir haben schon 9 Punkte Vorsprung vor Platz 16. Da steht jetzt Frankfurt, dahinter Fürth und Hoffenheim. In der Torjägern-Scorerliste niemand mehr von uns in der Elf des Tages. Cilic, wir hatten das bestbesuchte Stadion. Wir sehen, Connolly geht von uns zu Viktoria Köln. Kirchler geht vom 1. FC Köln nach Inter Mailand. Und Akgül geht von Greuther Fürth nach Atalanta Bergamo. Avenatti, Sigurdsson, Gendry und Hengel mit Länderspielen. Wir spielen in Würzburg, die sind auch nicht zu unterschätzen, weil die nur 3 Punkte weniger haben als wir und auf Platz 8 stehen. Für den Aufsteiger auch mit Sicherheit respektabel. Es gibt 500 Freikarten. In der jüngsten Woche haben wir fast 900.000 Euro eingenommen. Wir trainieren Viererkette und Vorstand könnte mal ein bisschen zufriedener mit mir sein. So, EM-Qualifikation. Deutschland gewinnt 3-0 gegen die Schweiz. Hopp, Schweiz. So, Deutschland ist hier in einer Quali-Gruppe mit Kroatien, Ungarn, Irland, Slowakei und Schweiz. So, wir spielen in Würzburg, 14.500 Zuschauer. Hengel ist angeschlagen, warum weiß ich gar nicht. Was hat er denn? Mir gar nicht berichtet. Eine Muskelverhärtung. Da dachte man, das ist gar nicht der Rede wert. Avenatti mit einem Kniescheibenbruch. Warum ist das denn nicht der Rede wert? Ist das so, wenn das auf Länderspielreisen passiert, dann berichtet man mir nicht darüber. Ja, super.
gehen meine Spieler hier auf Weltreise und ich kriege die Hälfte kaputt zurück quasi. Kniescheibe. Oh, der Avenatti fällt lange aus. Der Avenatti fällt 19 Wochen aus. Das gibt's doch nicht. Der fällt 19 Wochen aus und auf der Teuter-Position sind wir jetzt nicht so breit aufgestellt. Da ist schon noch ein deutliches Leistungsgefälle. Oh Mann, der ist erst im Rückspiel gegen Leipzig wieder da. Das ist der 28. Spieltag. Wir müssen jetzt 14 Spieltage ohne ihn auskommen. Ist jetzt die Chance für den Rekka Biesinger, wenn das läuft? Dann läuft's, dann ist es für ihn eine riesige Chance. Und der Dongala darf jetzt auch erstmal eine ganze Weile auf der Bank sitzen. Aber das ist natürlich bitter. Oh, der Martin, das ist schon 18 Jahre, den sollten wir mal echt langsam hochziehen. Zur Not müssen wir vielleicht einen Keeper ausleihen oder verpflichten. Wir gucken jetzt erstmal ein paar Spielchen, wie das läuft. Das ist natürlich eine erhebliche Schwächung. Der Hengel ist zum Glück nur ein bisschen angeschlagen, geht aber auch erstmal raus. Dann wollen wir den Rest unserer prächtigen Defensive nicht noch weiter schwächen bzw. riskieren. Na super, aber wir haben ja schon relativ Glück, was Verletzungen angeht. Es lässt sich nicht komplett vermeiden. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. 14.500 Zuschauer, da muss man den jungen Leuten auch mal vertrauen, wenn man sie als Nummer 2 deklariert. Man kann nicht alle Positionen doppelt gleichwertig besetzen, wenn es so um ein so hohes Format geht. Wenn wir einen zweiten Keeper dieser Güteklasse hätten, dann hätte der sich auch schon längst beschwert. Von daher für unseren jungen Keeper Nummer 2 eine große Chance. Grönemeyer, Tipp 1-3 auf uns. Los geht's. Wenn wir jetzt sehen, das geht völlig schief, wir kassieren Gegentore ohne Ende, dann kann man im Winter reagieren. Aber für den Rest der Hinrunde wird das jetzt erstmal getestet. So, Sigurdsson auf Siebenaler, der schießt. Ortiz wehrt ab. Schermer kommt ran. Alphonse, De Jong. Ah, es gibt Eckball. Können ja auch immer einfach ein Tor mehr schießen als die Gegner. So, Siebenaler schlägt immer auf den kurzen Pfosten. Der Ball geht ans Außennetz. Das erhöht natürlich auch die Chancen, dass der Rekka Biesinger im Winter aufgewertet wird. So, Engström auf Suarez gegen Kolnok. Nimmt den Ball mit, zieht scharf nach innen. Engström mit dem Stolperer. Spielt auf die andere Seite. Martin auf Rot. Flankt. Engström stolpert sich da ein zurecht. Mal wieder. Aber verliert den Ball nicht. Martin wieder Engström. Spielt nach rechts. Martin. Spielt Richtung Eckfahne, kein Abseits. Der Linienrichter hebt die Fahne. Ja, Fehlentscheidung zu unseren Gunsten. Es gleicht sich alles aus, wie man so schön sagt, im Laufe der Saison. Beim nächsten Mal sind wir die Blöden. Wenn es mal wieder eine Fehlentscheidung gibt. Jetzt Eckelsten gegen Eichmann. Eichmann kann nicht verhindern, was er vorhat, auch wenn er das durchschaut hat. Aber der Pass war da nicht präzise genug, sodass wir klären können. So. Halbe Stunde rum, steht zu Null. Rekka Biesinger kann soweit beruhigt sein und wir auch. Siebenaler sieht gelb. So. Unser Problem hier ist eher die Offensive. Deswegen bekommt der Sigurdsson auch mal ein bisschen Kritik ab. Er verspricht eine bessere Leistung in der zweiten Halbzeit. Einsatz! Engström auf links außen. Suarez gegen Kolnok geht an ihm vorbei. Suarez nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken. Und da merkt man ja erstmal, was das für Luxus in der Innenverteidigung ist. Da solche Weltklasse-Spieler wie den Hengel einfach so mehr oder weniger 1-1 ersetzen zu können. Ist klar, dass das nicht auf allen Positionen geht. So, Suarez fliegt über die eigenen Füße und der Ball ist weg. Das mache ich auch manchmal, wenn ich nicht zu tief ins Glas geschaut habe. Psst. Das habe ich jetzt nicht öffentlich gesagt. So, Martin. Ja, die Würzburger, die haben viel Ballbesitz, aber die kommen nicht zu Torchancen. Das ist für uns gut. Justwan, da kommt keiner ran. Ist ja mal wieder eine dröge Partie, aber das ist, kommt halt, wenn man so eine gute Defense hat wie wir. Gonzalez kommt für Siebenaler. Hier ist auch ein Sieg machbar, meine Herren. Lehmann kommt für Pasurek. Viertelstunde noch. Ähm,
What shall we do? Marin kommt einfach mal für Schetil. Ja, auch ein paar Minütchen Spielzeit genehmigen. So, Martin auf rechts außen. Der Ball landet im Aus. Ja, zur Not nehmen wir hier einen Punkt mit. Ja, auch nicht verkehrt. Justwan. Weit in den Strafraum. Recker Biesinger stürmt raus und verpasst den Ball. Und dann, oh, da sah er natürlich ganz, ganz doof aus. Aber zum Glück nichts Schlimmes passiert. Und er hat auch ansonsten ordentlich gespielt. Man attestiert ihm hier eine befriedigende Leistung. Note 3,0. Wir haben zu 0 gespielt. Von daher am Torhüter lag es hier nicht, dass wir nicht gewonnen haben. Die Offensive war schwächlich. Genauso bekommt das Spiel die Note 5 schwach. Wir zahlen 260.000 Euro Prämie. Aber entführen hier bei einem guten Gegner einen Punkt. Bleiben weiterhin seit dem 7. Spieltag ungeschlagen. Auch wenn ich gern noch einen zweiten Sieg in diesem Part gesehen hätte. Aber wir haben jetzt 25 Punkte, stehen auf Platz 5. Das sieht echt gut aus, was wir hier abliefern. Man will sich ja nicht zu viel selbst loben, aber man will sich auch nicht kleiner machen, als man ist. So, Freiburg spielt 1-1 gegen Fürth. Dresden verliert 1-2 gegen Düsseldorf. Hoffenheim spielt 1-1 gegen Wolfsburg. Kaiserslautern spielt 0-0 gegen Frankfurt. Regensburg verliert 1-3 gegen Hamburg. Würzburg spielt 0-0 gegen uns. Leipzig gewinnt 1-0 gegen Bayern. Augsburg spielt 1-1 gegen Gladbach. Ingolstadt verliert 3-4 gegen Bielefeld. Das ist die erste Saisonniederlage für die Ingolstädter. Damit haben wir sogar einen Punkt auf die gut gemacht. So, nicht viel Bewegung in der Tabelle. Wir sehen in der 11 des Tages Eichmann. Mit nur 20.000 Zuschauern war Leipzig das bestbesuchte Stadion. War heute irgendwie Feiertag oder Trauertag? Oder warum waren hier keine Leute im Stadion? So, Stuttgart möchte mich haben. Die kennt man. Die stehen in der zweiten Liga auf Platz 16. Nö, aber erstmal nicht. Melgarejo wechselt von Unterhaching nach Sheffield. Sanders von Dortmund nach Man United. Beim nächsten Mal haben wir mal wieder ein Pokalspiel und die letzten beiden Ligaspiele der Hinrunde. Wir spielen gegen Greuther Fürth und Freiburg und außerdem dazwischen im Pokal gegen den ersten FC Magdeburg. Fürth und Freiburg, die stehen auf Platz 15 und 17. Da müssen wir nochmal Punkte her. Wir haben in der vergangenen Woche 280.000 Euro verloren. So, gucken uns nochmal die Stats hier an. In der Heimtabelle stehen wir Platz 8, in der Auswärtstabelle auf Platz 6. Tabelle erste Halbzeit Platz 7, Tabelle zweite Halbzeit Platz 5. In der zweiten Liga sehen wir oben Mainz, Jena und Münster. Ganz unten Halle, Stuttgart, Darmstadt und Bayreuth. Bayreuth erst mit 4 Punkten, Darmstadt erst mit 6 Punkten. Regionalliga Nord, unser Pokalgegner Magdeburg steht auf Platz 7. Haben sich deutlich gesteigert. Oben haben wir Bochum und Flensburg, unten haben wir Dortmund 2, Verl, Babelsberg und Duisburg. Regionalliga Süd, oben haben wir Wiesbaden und Karlsruhe, unten haben wir Groß-Aspach, Waldorf, Hoffenheim 2 und Saarbrücken. Ja, unsere Jugend, einige A-Jugendspieler, die mit den Hufen scharen. Die A-Jugend steht in der dritten Liga auf Platz 4. Tut vielleicht auch der Mannschaft gut, dass ich die Spieler mal ein bisschen länger hier drin lasse. Da ist der Aufstieg in die zweite Liga möglich. In der B-Jugend-Bundesliga stehen wir auf Platz 13, in der C-Jugend-Bundesliga auf Platz 2. So. Was machen die ausgeliehenen Spieler? Eklund. Viermal gespielt für Augsburg 2, da geht mehr. Harry Gerber, 13 Mal gespielt und einmal getroffen für Betis Sevilla. Und die drei Stürmer, Gomez. Fünfmal gespielt für Leverkusen, kein Tor. Aliaga, da können wir das nicht sehen, was er so treibt. Und Rocha beim HSV, einmal getroffen in 7 Spielen. Ja, die sind alle bei ihren Stationen zufrieden. Ich sehe sie beim nächsten Mal. Dann geht's ins Achtelfinale und dann hoffentlich ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Tschüss, bis dann.